Die Steiermark wurde vom Winter sozusagen erwischt. Wir versinken in Schnee. Ich hoffe dennoch, Sie haben natürlich Zeit, unsere heutige Sendung zu verfolgen und müssen nicht gleich mit Ihrer Schneeschaufel ausrücken. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Welche Beiträge wir dieses Mal wieder für Sie vorbereitet haben, Sie wissen es schon, Sie sehen es in unserer Programmvorschau. Wir berichten vom Skicross-Weltcup am Kreischberg sowie vom Puppentheater in Södingberg, führen unser Interview der Woche mit Josef Zotter und in unserem Kinotipp präsentieren wir Ihnen den Streifen 47 Ronin. Der Kreischberg ist bekannt für seine schönen, wundervollen Pisten. Mit der Ruhe auf den Pisten war es allerdings am letzten Wochenende vorbei, denn da fand der Skicross-Weltcup statt. Der Kreischberg ist der Eventberg schlechthin und er präsentierte sich am vergangenen Samstag tief verschneit. Ein Highlight in diesem Winter ist mit Sicherheit die neue 10er Gondelbahn. Mit einer Länge von 2,1 Kilometern bringt sie die Gäste bequem und rasch von 1600 auf 2050 Meter Seehöhe. Das ist die höchste Bergstation einer Gondelbahn in der Steiermark. Und wenn man oben angekommen ist, wartet auch eine neue 4 Kilometer lange Piste, die das Pistenangebot noch größer und attraktiver macht. Zusätzlich gab es am Samstag tolle Musik und beste Stimmung mit dem Ö3-Pistenbully bei einer sogar eigens eingerichteten Bergstation. Nach einigen Schwüngen im herrlichen Schnee wartete man am Kreischberg mit der nächsten Prüfung für die Doppel-WM 2015 auf, dem Audi FIS Skicross Weltcup, einer doch sehr jungen Sportart, bei der sich gleich 4 Skifahrerinnen und Skifahrer gleichzeitig über eine selektive Strecke wagen. Mit dabei auch die Lokalmatadorin Katrin Ofner. Sie kämpft sich Runde um Runde mit spektakulären Sprüngen und einigen Rangeleien bis ins Finale durch und wird dabei lautstark von ihrem Fanclub unterstützt. Insgesamt sorgen an diesem Nachmittag mehr als 2000 Zuschauer im Zielstadion für eine tolle Kulisse und für eine unvergleichbare Stimmung. Hochmotiviert von der einzigartigen Atmosphäre zeigten sich auch die übrigen österreichischen Athleten. 5 heimische Herden unter den besten 9, mit Johannes Rohrwerk eine große Überraschung auf Platz 2 und mit Katrin Ofner, die leider knapp am Stockerl vorbeifuhr und Vierte wurde. Ja, auf alle Fälle. Also im Großen und Ganzen war das ganze Rennen echt lässig für mich heute. Gut gefightet. Ja, Finale leider der 4. Platz gewesen, aber trotzdem, ein 4. muss man im Weltcup einmal werden. Also hat es vor allem starke Unterstützung von deinem Fanclub gegeben? Baut ihr dich zusätzlich auf? Ja, voll. Also ich habe heute das wirklich so positiv umsetzen können. Ich habe mir nur gedacht, oben am Start, ja, da sind so viele Leute, die an mich jetzt da denken und die einfach wollen, dass ich weiterkomme. Und nutze das jetzt aus positiv und gib einfach Gas. Und heute wird noch trotzdem gefeiert, oder? Heute werden wir sicher noch zusammensitzen. Also mich freut es irrsinnig, dass alle da sind und das werden wir jetzt genießen. Die Generalprobe für den Kreischberg ist also mehr als geglückt. Wir haben wunderbare Winterbilder weltweit hinausbringen können, eine tolle Werbung für die Region und vor allem, glaube ich, passt jetzt die Stimmung für die Weltmeisterschaft. Also die Funktionäre, die Sportler, die Sponsoren, die da waren, sind alle begeistert. Alle sind, glaube ich, sehr gut eingestimmt jetzt auf 2015 hier am Kreischberg. Jetzt geht's für die Athleten ab nach Sochi. Wir drücken natürlich Katrin Ofner die Daumen. Und für den Kreischberg geht's mit Vollgas Richtung Doppel-WM 2015. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karven und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Das Bad zum Leben. Tenne. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsmärchen?
der Froschkönig oder vielleicht doch lieber Frau Holle? Wenn es Frau Holle ist, dann haben Sie jetzt Glück gehabt, denn in unserem nächsten Beitrag geht es genau um dieses Märchen. Ein Puppentheater in Södingberg hat nämlich zu einer ganz besonderen Aufführung geladen. Tauchen Sie mit uns ein in eine verwunschene Märchenwelt voller Magie und Zauber, in die Welt des Figurentheaters Fantadu. Vor wenigen Tagen wurden Groß und Klein dazu eingeladen, der Geschichte von Frau Holle nicht nur zu lauschen, sondern sie sich mit eindrucksvoller Kulisse auch anzusehen. Und all das wurde von den beiden Künstlerinnen selber angefertigt. Im September haben wir angefangen mit den Puppen. Die erste Puppe war die Goldmarie. Die Puppen sind aus Pappmaché, Filz und Stoff. Also es ist eine Faszination, das aus Filz, Stoff und Pappmaché dem im Leben einzuhauchen. Schlaflose Nächte gehabt. Auch. Wir haben wirklich jede freie Minute für das aufgebracht. Mit der Fantasie Berdu dürfen sich die beiden Darstellerinnen stolz Fantadu nennen. Bereits seit langer Zeit haben sie sich überlegt, wie sie ihre Kreativität zum Ausdruck bringen können. Wir kennen uns schon sehr lang und sind beide aus der Kinderbetreuung. Und dabei haben wir uns halt gedacht, dass wir vielleicht irgendetwas mit Kindern machen wollen. Also es selber aufbauen. Zuerst haben wir eben von einem Kinderbuch geredet und dann irgendwie im Laufe der Zeit hat sich eben ein Theater entwickelt. Und die Begeisterung der Kinder gibt Jenny Lambrecht und Yvonne Krendl in ihrer Entscheidung recht. Hast du schon den Hof gefegt? Ja. Und meine Wäsche gewaschen? Ja. Hast du den Ofen eingeheizt? Ja, freilich. Ich habe den ganzen Tag Betten geschüttelt. Ich bin fix und fertig. Los, ich helfe dir. Und hau runter! Und sie fliegen. Und fliegen. Die kreativen Köpfe haben sich bereits überlegt, wie es weitergehen soll. Und auch in Zukunft werden sie die Puppen tanzen lassen. Das nächste Theaterstück ist der Froschkönig, das wir einerseits mit Puppen spielen werden und auch mit realen Menschen sozusagen. Da haben wir die Puppen jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Sie sind noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt zum Beispiel der König. Und die Prinzessin, die den Frosch dann an die Wand wirft. Die Premiere des Figurentheaters Fantadu hat die großen und kleinen Besucher in eine Märchenwelt entführt und mit selbstgemachten Puppen und Kulissen beeindruckt. Genauere Informationen zum Figurentheater gibt es auf Facebook unter Figurentheater Fantadu oder per E-Mail unter fantadu@gmx.at. Dreh dich ohne Ruhe, dreh dich immer zu. Schokolade ist seine Passion und er hat auch wirklich das Glück, jeden Tag Schokolade kosten zu dürfen. Die Rede ist von Josef Zotter. Wir haben mit ihm unser Interview der Woche geführt. Wir stehen jetzt hier am süßesten Ort der Welt, kann man sagen, und eigentlich in meinem persönlichen Paradies, nämlich direkt hier bei der Schokoladenmanufaktur Zotter. Mir zur Seite, Josef Zotter, danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Gerne. Freue mich natürlich, dass ihr da seid und schauen wir mal, ob es irgendwas gibt, was noch nicht bekannt ist, was ich euch noch erzählen kann. Mich würde gleich am Anfang einmal interessieren, woher nehmen Sie eigentlich Ihre Inspiration? Es gibt zig verschiedene Schokoladen bei euch. Wo kommen die Ideen her? Ja, das weiß ich selber nicht so genau, aber offensichtlich ist es ein sehr kreativer Ort da. Also wir sind ja da umgeben von vielen Besuchern. Ich habe natürlich auch tolle Mitarbeiter, aber ich glaube grundsätzlich geht es wahrscheinlich darum, dass ich eigentlich genau das Richtige mache, das ich halt auch gut kann, offensichtlich vielleicht auch ein bisschen Talent vorhanden. Und Schokolade machen ist halt natürlich auch was Sinnliches, es ist auch was Außergewöhnliches und ich meine, der Erfolg treibt dann natürlich auch in unermessliche Höhen, das muss man schon sagen. Nicht? Wenn man viel Publikum hat und den Leuten das taugt, dann kommt man natürlich immer tiefer rein und beschäftigt sich immer tiefer mit der Materie. Ja. Es ist nichts Kompliziertes, es ist keine Hexenküche, beziehungsweise ist es überhaupt so. Also die ganzen Kreationen, die es bei uns da gibt, die sind ja eigentlich vorher niemals ausprobiert. Also die ganzen Rezepte, das ist so auch ein Credo von mir, dass ich sage, eigentlich schreibe ich die Rezepte alle aus dem Kopf heraus und dann werden sie produziert. Das ist natürlich ein bisschen ein Risiko,
Manchmal schmecken die Sachen nicht so toll, aber hin und wieder, wie man so schön sagt, findet das blinde Huhn auch ein Korn. Manchmal gelingt es uns dafür halt umso besser. Und ich glaube, das ist auch irrsinnig wichtig, dass man da nicht herumtestet und herumprobiert, sondern dass man die Idee leben lässt. Und deswegen funktioniert auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht eine Blutschokolade oder Fischschokolade. Man merkt es schon, Sie sprechen wirklich voller Liebe und Hingabe von der Schokolade. Ist das auch dieser Beruf, dieses Metier, das Sie immer machen wollten? Na, gar nicht. Also ich komme aus der Landwirtschaft. Also mein Vater wollte eigentlich, dass ich die Landwirtschaft übernehme. Habe auch mit Landwirtschaft begonnen. Habe aber dann gedacht, sicherheitshalber lernen noch einen Beruf und habe dann Koch und Kellner gelernt. Und dann bin ich natürlich viel in der Welt herumgezogen, sozusagen von Hotel zu Hotel. Und dann habe ich noch den Beruf des Konditors gelernt. Also ich habe 4 Berufe gelernt, eigentlich 5, aber den 5. habe ich nicht gelernt und das ist Chocolatier. Wenn wir jetzt schon vom elterlichen Bauernhof gesprochen haben, dann kommen wir doch auch gleich zu Ihrem S-Bahn-Tiergarten. Denn entgegen der allgemeinen Meinung handelt es sich dabei ja nicht irgendwie um Tiere, die aus Schokolade sind. Ja, das ist interessanterweise, seit wir das Projekt umsetzen, glauben das ja viele Leute. Aber der essbare Tiergarten ist schon genau das, was es auch im Titel sozusagen heißt. Also schau dem Essen in die Augen und dann entscheide, wie groß der Schnitzel sein soll. Weil es natürlich, letztendlich geht es eigentlich um unsere Philosophie, die wir halt hier tragen. Wir arbeiten ja voll ökologisch und wir arbeiten auch mit den allen Zutaten, also Kakao, Zucker, Bananen, Kaffee, alles was aus dem Süden kommt, aus dem fairen Handel. Und jetzt kann man sagen, was hat der Tiergarten mit Schokolade zu tun? Und eigentlich ist es sehr, sehr nahe dran. Die Tiere, die kennen wir zwar jeden Tag, wir sehen sie, man kann es da anschauen, aber meinen Kakaobauern sieht man nicht. Also der lebt im Regenwald und dann geht es nicht so gut. Also wir arbeiten oder leben ja sehr auf Kosten vieler anderer. Das ist mittlerweile auch, glaube ich, bekannt. Und das ist etwas, was ich heute eigentlich nicht unterstützen will. Und deswegen haben wir auch den S-Bahn-Tiergarten gemacht, damit wir den Menschen oder den Leuten oder den Besuchern zeigen, wie das Essen sozusagen wirklich ausschauen sollte, also wie artgerechte Tierhaltung funktionieren könnte. Es ist ja nur ein Vorschlag, es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt wir wollen die Landwirtschaft revolutionieren. Mir geht es, glaube ich, darum, Produkte müssen wieder oder sollen eine Emotion haben. Nicht? Wenn das Huhn einen Kopf hat, hat es eine Emotion, wenn der Kopf abgehackt ist, hat es keine Emotion mehr. Die Kakaobauern haben Sie jetzt schon angesprochen, das ist auch etwas, was euch wirklich auszeichnet, wofür ihr schon berühmt seid. Es wird wirklich auf den fairen Handel auch ja, Acht gegeben. Ja, faire Handel, ist es sehr unfassbar, dass man darüber reden muss oder soll. Interessanterweise, gerade im Kakaobereich ist es ja so, dass nur 0,1% des Weltkakaoanbaus ist fair gehandelt, also 99% ist eben nicht fair gehandelt. Und das gibt echt zu denken, nicht? Dass man, wenn man darüber nachdenkt, wie Preise entstehen und wie es halt Produkte gibt, dann kommt man natürlich auch sehr schnell drauf, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Aber mir geht es gar nicht darum, dass wir sind nicht jetzt die Gutmenschen, die jetzt den Kakaobauern sozusagen überleben lassen oder jetzt mehr zahlt, freiwillig oder so, sondern dadurch, dass ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin, habe ich natürlich auch sehr früh bemerkt, oder mein Vater hat das immer gesagt, die Wurstsemmeln wachsen nicht im Supermarkt, sondern das Material kommt irgendwo her. Und wenn mein Kakaobauer gern seine Arbeit macht und wenn er gern Kakao erntet und trocknet und fermentiert, was halt wichtig ist, dann gehe ich davon aus, dass er das besser macht. Und wenn er es besser macht, gibt es einen besseren Kakao. Wir haben dann eine gute Verarbeitung hier, dann gibt es eine bessere Schokolade. So einfach ist die Rechnung. Die handgeschöpfte Schokolade, dafür seid ihr natürlich auch berühmt. Jetzt stellt sich die Frage, was ist handgeschöpft? Ja, das muss ich immer wieder noch erklären. Das Handgeschöpfte, das habe ich vor 20 Jahren entwickelt, das kommt von der Papiererzeugung eigentlich. Handgeschöpftes Blütenpapier ist eine jahrhundertalte Tradition, hat es aber im Schokoladehandwerk nicht gegeben. Und das Prinzip des Aufstreichens, diese Schichten, das ist eigentlich das gleiche, wie das Papier erzeugt wird. Also wir schichten verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen übereinander und dadurch entsteht eine neue Geschmacksrichtung. Handgeschöpft hat nichts mit dem Schöpfer zu tun, dass man irgendwo liebevoll in einer Förmchen oder was gießt, weil das würde ja der Qualität nichts bringen. Aber dieses Schichtungsprinzip, das ist, da hat man es auch mit verschiedenen Konsistenzen zu tun und deswegen müssen das auch Menschen machen. Das Konzept, das wir bei der handgeschöpften Schokolade haben, das würde auch niemals maschinell funktionieren, egal wie man es optimieren wollte. Auf eurer Homepage bzw. im Schauraum gibt es ein wahnsinnig tolles Foto von Ihnen, wie ich meine, nämlich eines, wo Ihr Gesicht wirklich in Schokolade getunkt wurde. War es ein Vergnügen oder war es eine klebrige Angelegenheit?
Ja, ist schon wahr her, seit wir das gemacht haben. Auf jeden Fall war es nur eigentlich ein 3-Sekunden-Schuss. Ist mittlerweile das berühmteste Foto von mir. Das Duschen hat schon eine halbe Stunde gedauert. Im Hintergrund sehen wir es auch hier, wir sind immer präsent. Die Leute können wirklich den ganzen Produktionsprozess mitverfolgen. Warum jetzt eigentlich dieser Schritt, diese Wahl zum Schokoladentheater? Ja, wir behaupten, dass wir gute Schokolade machen. Es ist für den Konsumenten irrsinnig schwierig, weil das sagt ja jeder, logischerweise. Und ich habe gesagt, wir hören jetzt auf, darüber zu reden, wie gut wir die Schokolade machen, sondern wir laden die Kunden und die Gäste daher ein und sie sollen sich das anschauen und dann sie ja halt ein Urteil machen. Weil wir, wie wir ja wissen, also es momentan herrscht eigentlich da draußen in der Wirtschaft ziemlicher Krieg oder Krise. Und wenn man überlegt, warum das so ist, dann ist schon auch die Ursache, dass mittlerweile sehr viele Produktionsschritte ausgelagert werden. Und wir haben eher das Konzept hier, das ist auch Bean-to-Bar oder Insourcing statt Outsourcing. Normalerweise in der modernen Wirtschaft wird sehr viel ausgelagert und halt, ich weiß nicht, im Ausland produziert oder so. Und dadurch haben wir vielleicht günstigere Preise. Wir sagen, wir arbeiten eigentlich ineffizient, kosten ein bisschen mehr, aber haben natürlich auch Wertschöpfung vor Ort. Und ich meine, wir beschäftigen ja 140 Mitarbeiter da. Und ja, so ist es eigentlich ein Konglomerat geworden, das nicht nur sehr erfolgreich ist, und natürlich auch die Marke sehr stützt. Es ist halt, es geht um Vertrauen. Marke ist Vertrauen und das Vertrauen können die Leute hier auch aufbauen. Und ich meine, der wirkliche Erfolg hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Leute hier Schokolade essen können ohne Ende. Das wünscht sich irgendwie ja jeder. Viele gehen da auch raus und sagen, mein Gott, jetzt, weil ich frage meistens am Schluss, sage, darf es noch ein bisschen was sein? Und die meisten sagen, nein, ich kann jetzt leider keine Schokolade mehr essen für die nächsten 3 Tage. Stellt sich die Frage, essen Sie selbst noch Schokolade? Ja, das wäre schlimm, wenn das erstens nicht so wäre, dann wäre erstens im falschen Metier. Die Frage kriege ich natürlich immer wieder gestellt und ich habe mir schon oft gedacht, warum fragen mich die Leute das immer, was glaubt jeder, nicht? Also ich tue nicht den ganzen Tag Schokolade essen. Weil natürlich jeder stellt sich das Paradies so vor, nicht? Paradies ist es eh, aber mein Schokoladekonsum ist wahrscheinlich auch nicht mehr, vielleicht sogar noch selektiver wie von vielen anderen, weil natürlich bewusster ist. Also es ist nicht so, dass ich da reinkomme und sage, ich muss von jedem Tisch runter essen, sondern es ist eher so, dass ich sage, ich gehe bewusst dran, weil es ist einfach mein Job und ich schaue die Farbe an, ich schaue den Glanz an, ich rieche halt, ob er nicht Fremdgerüche hat oder so. Und natürlich verkoste ich dann auch bewusst, klarerweise, was ich eh an jeden Kunden auch wünschen würde. Nicht? Oder beziehungsweise, man sagt ja, Schokolade soll man auf der Zunge zergehen lassen, da gibt es ja den Spruch. Und das hat ja wirklich was Wahres. Ich meine, es ist wirklich so, also wir essen alle viel zu schnell. Und gute Dinge, ist wurscht, ob das Wein, Bier, Schnitzel oder Schokolade ist, kann man nur schmecken, wenn man an dem Gaumen Zeit gibt. Und Schokolade auf der Zunge zergehen lassen, heißt ja langsam schmelzen lassen, vielleicht die Augen ein bisschen schließen, Sauerstoff reinbringen, ein bisschen riechen. Und dann kann man erkennen, ob Schokolade gut ist oder ob es einem halt besonders schmeckt oder nicht. Wissen Sie noch, wie viele Schokoladensorten es bei Ihnen gibt? Gibt es noch einen Überblick? Ja, natürlich habe ich einen Überblick. Es gibt ja Computer mittlerweile. Also produziert oder Rezepturen gibt es weit über 1000. 340 Sorten sind im Sortiment, also ständig im Sortiment. Nächstes Jahr, ich bin gerade jetzt noch dabei, also bei der neuen Kollektion werden es 365 sein. Ich habe gesagt, jetzt für jeden Tag eine Schokoladensorte sozusagen. Also das ist jetzt auch das Limit. Wir arbeiten ja auch sehr saisonbezogen. Also im Herbst gibt es ja andere Sorten wie im Frühjahr. Jetzt zum Beispiel dann wieder Fisch eben oder Spargelschokolade oder viel mit Erdbeer und so. Und im Herbst gibt es halt dann mit Nüssen, mit Maroni und mit Zimt und Gewürzen. Und also eher der Jahreszeit ein bisschen angepasst. Herr Zotter, ich sage Dankeschön für Ihre Offenheit, für das nette Gespräch. Wünsche weiterhin schokoladige Träume sozusagen. Danke euch auch, alles Gute und danke, schön, dass du da warst. Das Bad zum Leben. Tenne. Hast du schon einmal Skischaukeln?
Na, dann wird's Zeit. Da fährst mit der neuen 8er Sonnenbahn von St. Michael aufs Speiereck oder von Mauterndorf mit der Großeckbahn aufs Großeck. Die neue Skischaukel Großeck Speiereck. 47 Kilometer bestens präparierte, breite und freie Pisten von 2400 bis 1000 Meter. Für jeden etwas direkt an der Tauernstraße. Großeck Speiereck. Gleich ums Eck. Kampfmaschinen bzw. Kämpfer aus früherer Zeit sind herrenlos. Das ist im Groben gesagt der Inhalt unseres Streifens, welchen wir Ihnen dieses Mal in unserem Kinotipp präsentieren. Die Rede ist von 47 Ronin. Der Kinotipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Dieselkino Bernbach. In einer Zeit, in der schwarze Magie und grenzenlose Angst regieren. Nachdem er unter dem Einfluss von schwarzer Magie vor den Augen des Shoguns Tsunayoshi sein Schwert gegen seinen Widersacher Lord Kira erhoben hat, bleibt Lord Asano nur noch ein ehrenvoller Ausweg. Seppuku, also ritueller Selbstmord. Seine 47 Samurai sind nun herrenlos, sogenannte Ronin. Sie beschließen, blutige Rache an Lord Kira und seinen Verbündeten zu üben. Unterstützung erhalten sie dabei von dem Halbblut Kai, gespielt von Keanu Reeves. Er ist ein Außenseiter, ein Halbblut, aber er ist verliebt in die schöne Prinzessin und im Laufe der Geschichte wird er von den Ronin schließlich akzeptiert. Kein Wunder, denn er weiß, wo die dringend benötigten Waffen herzubekommen sind. Selbst Ströme von Blut und Berge von Leichen können mich nicht aufhalten. Bei den Vorbereitungen für die Stürmung der Festung des scheinbar übermächtigen Feindes müssen sich die Ronin jedoch nicht nur vor Lord Kiras Mannen und seiner verschlagenen Hexe Mitsuki in Acht nehmen, sondern sich auch noch mit Piraten und allerlei fanatischen Fabelwesen herumschlagen. Was auch passiert, was ihr auch seht, es gibt kein Zurück. Die Geschichte der 47 Ronin, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts trotz der Übermacht des Feindes den Tod ihres Herrn gerächt haben, gelten seit damals als Sinnbild für die bedingungslose Treue der Samurai. Und jetzt hat auch Hollywood den faszinierenden japanischen Nationalmythos für sich entdeckt. Der Film ist ein 200 Millionen Dollar Fantasy-Epos und bleibt der Originalgeschichte unerwartet treu. Wir sind 47. Dieser in seiner Radikalität durchaus bewundernswerte Ansatz hat aber einen großen Nachteil. Denn während man die Filmemacher für ihre Treue zur japanischen Kultur beglückwünscht, ist das Ergeben nun eben auch sehr kühl geraten. Es gehört zum Verhaltenskodex der ehrenvollen Krieger, Gefühle nicht zu zeigen. Dem zollt der Film Respekt, indem er lange auf jede offene Emotionalität verzichtet. Punishment is death. Dieser Film hat großartige Sets. Oft geht es in neuen Spielfilmen ja nur noch um Spezialeffekte, um das richtige Bild in der Kamera, aber wir hatten richtige, riesige Sets, viele Statisten, Oldschool-Filmmaking, das war einfach großartig. Großartig ja, teuer auch. Erfolgreich leider weniger, aber 47 Ronin ist neben Titanic der teuerste Film aller Zeiten ohne Happy End. Eine solche Konsequenz hätten wir im berechnenden Hollywood von heute kaum noch für möglich gehalten. Ich habe keine Angst vor dir. Solltest du aber. Die Macher von Underworld setzen ganz gekonnt auf wirren Horror-Mischmasch. Mittendrin Aaron Eckhart als das Frankenstein-Monster. R. Frankenstein diese Woche auf Platz 3. Ich kann ihren Untergang aufhalten. Er ist verraten und verkauft. Und das nicht im übertragenen, sondern ganz im wortwörtlichen Sinn. Salomon Northup findet sich als Sklave in Captain wieder. 12 Years a Slave, Platz 2. Der Knecht aber, der nicht nach dem Willen seines Herrn tut, wird viele Schläge erleiden müssen, sagt die Bibel. Er steht an der Spitze und woanders gehört er nach eigenem Ermessen auch gar nicht hin. Jordan Belfort wickelt sie alle um den Finger. The Wolf of Wall Street, eure Nummer 1. War das alles legal? Natürlich nicht. Wir hatten so viel Kohle, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich. Was ist los, Daddy? Oh mein Gott.
Alle Infos zum genauen Spielplan finden Sie im Internet unter www.dieselkino.at. Ich danke Ihnen wieder für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie uns auf unserer Facebook-Seite Kanal 3 Weststeiermark ein Like schenken, beziehungsweise uns auf unserer Homepage www.kanal3.tv besuchen. Auf Wiedersehen.